Was ist denn Spice of Life? Das ist auch so ein ganz witziger kleiner Mod. Und zwar der Mod sorgt dafür, dass ihr Essen zwar ganz normal essen könnt und dass ihr ganz normale Regeneration davon bekommt, alles kein Thema, aber dass ihr unterschiedliche Sachen essen müsst. Wenn ihr also eine Sache mehrfach esst, wird irgendwann der Sättigungsgrad durch dieses Nahrungsmittel deutlich herabgesetzt. Finde ich eine ganz coole Idee. Das heißt, wir müssen endlich mal abwechslungsreich essen, nicht immer Steaks hier reinhauen, ne? Ist klar. Auch wenn hier drauf steht, Spice of Life, genau. Na, schauen wir mal, was da unten alles los ist. Ah, Finstermoor 71 hat sich auch auf dem Server. 71? Moment, ist das 71 bitte dein Geburtsjahr? Weil dann bist du älter wie ich. Ja, yeah, ein älterer Mann wie ich. Ja. Kommt selten vor. Den Trinkmod brauchen wir nicht unbedingt, weil der ist in dem. Oh Gott, ich hab's wieder vergessen. Wie heißt der nochmal? EnviroMine mit drin, genau. EnviroMine, genau. Danke, Atze. Da braucht man was zu trinken. Das habt ihr vielleicht, wer es gesehen hat, bei Direwolf. Der hat momentan ein neues Let's Play laufen aktuell. Bei, wie heißt das nochmal? Crash Landing, glaube ich, heißt das bei ihm. Da ist, glaube ich, EnviroMine mit drin. Da sieht man, dass er zum Beispiel schwitzt und dass er was essen und dass er was trinken muss und dass er andauernd was zu trinken braucht, weil sonst nimmt er Schaden, glaube ich. Glaube ich, Schaden. Okay. Es gibt aber auch noch ein paar andere Sachen. Ja. Also hier, ich bin echt fasziniert, was hier alles rauskommt. Eisen. Moment, immer mehr Modus hier umstellen. Bei mir kam gerade die Frage auf, kommt nächsten Monat irgendwie schon die 1.8 raus oder so? Kann das nicht sein? Also die Nächsten Minecraft Monat? 1.8, ja. Das mag durchaus sein, dass nächsten Monat Minecraft 1.8 rauskommt, aber im Moment sind die Mod-Entwickler gerade erstmal ganz wie wild dabei, sich auf 1.7.10 zu stürzen. Ja, okay, ich meine, der Unterschied wird, glaube ich, nicht so heftig werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin mir aber nicht sicher. Gut, da werden wir uns dann mal fachkundigen Rat von irgendeinem einen oder anderen Mod-Entwickler nochmal holen müssen, Ah, da was steht sie gerade denn meinen. 2.9. Ja. Okay, alles klar. Oh. Aber wie gesagt, das wird noch lange Zeit dauern, bis dann die Mod-Entwickler sich dann dazu durchringen, mal wieder auf 1.8 zu gehen. Das hat eh schon lange gedauert, bis auf 1.7.10 gehen. Stürzt mal Minecraft schon wieder ab. Und tschüss. Jo, dann machen wir mal ein Testbild hier rein und drücken mal auf Play. Warum denn eigentlich? Weißt du, komisch, kommt das quasi wieder auf den Server, spielt dein Minecraft ab. Ja. Was macht er denn? Nein. Genau, hier steht es gerade im Chat. Die 1.8 läuft stabiler und braucht weniger RAM. Und ist sehr viel umfangreicher. Dann muss Okay. man mal alles gesehen haben, was sie da reingetan haben. Läuft schon fast wie Bucket. Okay. Aber wie gesagt, also die ganzen Mod-Entwickler stützen sich momentan auf 1.7.10. Zurzeit zumindest noch. Und deswegen haben wir gesagt, da es jetzt für 1.7.10 eine gute Anzahl an Mods gibt, machen wir 1.7.10. Ob es ein 1.8er Pack gibt oder nicht, das werden wir dann noch sehen. Unser Modpack für 1.7.10 wird es zu 99,99% am 1.9. geben. Und das ist ein Termin, den könnt ihr euch in die Ohrwascheln schreiben, auf euren Terminkalender, in Facebook, auf Google Plus oder sonst wo. 1.9. Seid ihr hier wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Neues Modpack, denn am 1.9. werden wir hier live und in Farbe um 20 Uhr Montag anfangen. Project RET V7. Neues Team, altes Team, neue Ey, Leute. wieder dabei. Jo, neue Leute und alte Leute. Was wir, ja genau, zu den neuen Leuten sollte man vielleicht ein bisschen was sagen. Also, wir haben eigentlich an zwei neue Mitspieler gedacht. Und zwar das eine ist der Max, auch bekannt als. Oh Gott, jetzt habt ihr mich wieder eiskalt erwischt. Scheiße. Wie heißt er auf YouTube? Nee, auf YouTube weiß ich nicht. Ich weiß halt, im Spiel heißt das Stringlover 12, glaube ich. Genau, richtig. Also, im Spiel heißt das String Lover 12 auf YouTube. Oh, bin ich mir gerade schwerwiegend am Überlegen. Ich bin gerade am Gucken. Ich müsste ihn ja theoretisch irgendwo hier bei mir haben. Oh mein, hier ist Fenster größer, aber sonst sehe ich wieder nichts. Blood Wintertail, genau, Bloody Wintertail heißt er auf YouTube. Der wird also mit dabei sein. Eigentlich hatten wir ja schon fast eine Premiere. Wir hätten beinahe eine Frau bei uns auf dem Server gehabt. Beinahe. Jetzt ist die aber leider verhindert. Nein, nicht behindert.
Ach so. Kinder. Kein ALS. Nein. Wobei ich dazu sagen muss, sie hatte natürlich einen guten Grund. Und den guten Grund, ich nenne das einfach mal so, hat sehr viel mit Arbeit zu tun. Und in dem Punkt muss ich das hundertprozentig verstehen. Arbeit geht ihr vor. Mit der Arbeit verdient sie ihre Brötchen. Und da muss man natürlich auch an anderer Stelle ein bisschen Abstriche machen. Ja, das war ja jetzt wieder klar, Wutze. So, ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz auf noch ein paar andere Sachen ein. Ja, genau. Und dafür, das wollte Raupe, glaube ich, gerade sagen. Raupe, warst du das, der da was sagen wollte dazu? Wozu? Nein, oder? Na, okay, egal. Zu neuen Mitspielern meine ich. Nein. Nein, okay, alles klar. Richtig, wir haben natürlich wieder einige Leute in der Community, das ist auch klar. Vorhin schon mal genannt, der Sepp zum Beispiel, also der hat sich hier unglaublich stark gemacht, was diese Serverkonfiguration anbelangt. Also auch von dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke an ihn. Dann möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bei Dirk Schulz bedanken. Oder auch Dirk hier momentan bei uns auf dem Server, weiß nicht, ob er gerade online ist. Der hat uns also hier auch tatkräftig unterstützt. Beim Raupe natürlich, der hat uns natürlich auch tatkräftig unterstützt. Super. Also ich bin super begeistert hier. Ihr habt mir echt viel Arbeit abgenommen. Also deswegen können wir auch unseren Termin 1.9. sehr gut halten. Ja. Und natürlich möchte ich mich auch noch bei dem einen oder anderen Mod-Entwickler bedanken, der sich hier bereit erklärt hat, uns ein bisschen zu, naja, ein bisschen unter die Arme zu greifen bei ein paar Bugs, die wir gefunden haben und die dann noch rechtzeitig bis zum 1.9. zu fixen. Und genau, ein sehr bekannter Name, Asanor. Bei dem möchte ich mich auch bedanken. Das ist nämlich der Entwickler von Farmcraft. Mit dem habe ich einen ganz netten Chat gehabt und der hat mir dann also noch rechtzeitig dann hier, da hast du eine Farmcraft-Version, kannst mal kurz ein bisschen testen, aber in ungefähr einer Woche kommt dann die offizielle Version raus. Kannst du genauso dann auch die nehmen. Ich bin total begeistert. Also die Jungs sind alle total fit und total super und nett und das sind nicht so diese, nennen wir es mal Götter in Weiß, ne? So wie man es von Ärzten immer kennt. Nein, die sind total, total nett und super, also absolut kein Thema. Wobei ich sagen muss, es gibt hier auch so den ein oder anderen Kommentar über den ein oder anderen Mod-Entwickler. Ah, okay. Nicht immer ganz positiv, aber wir werden das dann noch alle sehen. So, jetzt muss ich hier mal den ganzen Twitch-Chat mal ein bisschen durchgucken, weil da ist ja wieder ganz. Die Jungs schreiben sich hier die Finger wund und ich lese das nicht. Nein, ich lese es natürlich schon, aber ich komme hier nicht, alles, um alles zu lesen. So, was haben wir denn hier? Kartoffelsuppe. Was für eine Kartoffelsuppe, bitteschön. Turmstandbein. Die Kartoffelsuppe ist ein Insider von der Community-Server von jetzt, also jetzigen Staffel gewesen. Und zwar haben wir ja gesagt, bei uns verhungert keiner. Und in der ersten Zeit gab es Kartoffelsuppe en masse, weil die ging am schnellsten zu machen. Ne? Okay. Und dann muss ich noch einmal leider was korrigieren. Es war nicht der Sepp, sondern das war der Olli gewesen, der... Scheiße, du hast recht. Ja, der Olli. Oh, ja, verdammt. Oh Mann, ich habe die zwei durcheinander gebracht. Tut mir leid. Olli, tut mir leid. Der ist ja leider im Urlaub. Das ist leider im Urlaub. Für uns vielleicht. Ich habe ihn... Ja, weil als du noch die Server noch mal abgedatet hast, habe ich gesagt, Sir, Urlaub ist gestrichen. Aber ich wollte gerade sagen, was gibst du ihm auch Urlaub? Da bist du ja selber schuld dran, nicht? Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich muss Angst haben. Der fährt Kanu gerade und nicht, dass er noch absäuft. Also, das geht ja gar nicht. Okay. Das geht ja gar nicht. Mhm. Kannst du das nur zulassen? Ja, schlimm. Finde ich auch. Asche über dein Haupt. Er wollte nicht auf mich hören, tut mir leid. Mhm. Aber so. Wir haben es ja trotzdem hingekriegt. Genau. So, dann nochmal auf einen weiteren Kommentar. Alheimer Junge hat geschrieben, wird es dann ein Community-S geben? Natürlich gibt es ein Community-S. Ganz klar. Aber wie gesagt, da gibt es noch ein paar kleine Spezialitäten, die werden wir heute hier nicht verraten. Es sind zwar nur kleine Kleinigkeiten, aber ich hoffe, die werden euch gefallen. So, was haben wir denn hier noch? Echt Leben. Also wenn man immer das gleiche isst, hängt einem zum Hals raus wie im echten Leben. Ja, da hast du recht. Und das ist genau das, worauf dieser Mod Spice of Life beruht. Man sollte abwechslungsreich essen. Ja, und jetzt sind wir wieder beim Bildungsauftrag, Trivolo, hä? Huh? Habe ich schon lange nicht mehr. Habe ich schon lange aufgegeben. Ich habe einen anderen Bildungsauftrag mittlerweile. Welchen? Einen anderen. Einen anderen, okay. Guck dir meine Let's Plays an. Und hör mir zu. Unterstützung bei der Eisbucket Challenge oder was?
Ja, ich muss wirklich mal bei dir wieder reingucken. Ich bin in den letzten Tagen selber, na, Urlaub kann man das nicht nennen, das war eher so ein halber Arbeitsurlaub. Aber ja, ich werde mich in nächster Zeit wieder ein bisschen vermehrt um die Videos meiner Kollegen hier kümmern müssen. Dann haben wir. Da haben wir ein bisschen Probleme, okay. Ja, Mutenroshi, ich bin auch sehr gespannt auf die neue Gravity-Stromversorgung, denn ich habe ehrlich gesagt mit dem Mod so gut wie gar nicht rumgespielt. Das sieht alles komplett anders aus. Ich bin sehr gespannt. Hat sich von uns eigentlich jemand gemeldet für Thermal Expansion als Stadtmod quasi? Nicht, dass ich Der wüsste. fließt bei mir mit Mecker ein bisschen ein, aber nicht jetzt in großen Dimensionen, sage ich mal. Weil da müssen wir uns ja auch auf gewaltige Änderungen gefasst machen. Weil da haben sie ja auch sehr viel umgebaut. Baker, wenn es dir recht wäre. Also ich würde mich dann vielleicht auch mal für interessieren. Wäre es dann okay, wenn wir vielleicht FlexBits und Thermal machen? Weil FlexBits ist ja, nachdem ich das da so angeguckt habe, nicht so wirklich Erzverarbeitung. Man kann Erzverarbeitung damit betreiben. Das ist aber, sage ich mal, wenn ich eure Let's Plays so anschaue, ja, es könnten eine Handvoll von Folgen werden, aber mehr wird es mit Sicherheit auch nicht. Eben. Also. Wobei ich nicht hundertprozentig weiß, was Bloody Wintertail. Hat er dir was geschrieben? Ich weiß das gar nicht mehr im Forum. Weiß ich gar nicht mehr. Hat er geschrieben? Immer Keine diese Ahnung. Stille. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich meine nicht. Okay. Sofern er den Mod nicht haben möchte, habe ich kein Problem damit, wenn ihr den gerne nehmt. Als zweiten Mod dazu. Das Trivolo ist auch kein für dich Problem. okay? Was? Ich habe nur mit einem Ohr gerade zugehört. Okay, wenn wir dann auch nochmal Firmware Expansion machen. Wie gesagt, bei mir fließt es ein bisschen mit ein, aber nicht so in großen Zügen. Also, mir ist es Mumpe. Gut. Bei mir geht's hauptsächlich um ein paar Kleinigkeiten, also die, die jetzt auch drin sind, die die Sache stellenweise ein bisschen vereinfachen. Okay. Gut. Dann schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Und du führst das bitte ein, das steht da gerade. Muten Roshi hat das gerade geschrieben. Es muss eingeführt werden, dass man Grillen auch zum Essen verarbeiten kann. Unbedingt. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Du liebst diese Teile, ne? Habe ich auch gestrichen. Das weißt du doch, oder? Ja, Gott sei Dank. Ja, ne? Die waren dann mit der Zeit. Es ist interessant, dass sie bei dir alle aufgetaucht sind, aber bei uns nicht. Ja, gut, klar. Gerade rüber gescheucht. Muss ich gar nicht mehr einloggen, Alter. Und ganz besonders war ja schlimm, wenn ich mir die Welt dann vom FTP runtergeladen habe, weil ich ein bisschen was testen wollte. Nö, keine Chance. Keine Chance. Du bist hast dich eingeloggt und dann bist du gleich runtergedroppt auf 10 FPS oder so, weil an jeder Ecke standen Grillen. Und ich konnte sie Okay. nicht mal alle killen. Lieber Meineck, der Stream wird mindestens noch eine Dreiviertelstunde gehen, wenn wir noch ein bisschen irgendwas finden. Putzi spielt mit Tieren. Diesmal keine Schafe, sondern die Milka-Kuh. Ey, cool. Braucht also ein Schaf mit dabei. Was? Schaf? Ja, Oh, jetzt. Fußball. Okay. Guck gerade wieder Kuhasche an. Okay. So, was haben wir denn hier noch so alles Schönes? Ja, das haben wir. Die Grillen zum Grillen. Ja, gut, es gibt halt keine Grillen mehr geben. Tut mir leid. Wir haben auch, ach genau, eine Sache, die ich eigentlich ganz wichtig fand. Wir hatten hier ja zum Beispiel den Mod Advanced Terror Generation drin, der grundsätzlich eigentlich ja ganz nett ist, muss ich ja sagen. Also er hat mir schon sehr gut gefallen. Die Terrains, die er generiert, waren alle ganz hübsch. Aber wir haben uns für die nächste Staffel gedacht, wir lassen den ganzen. Wer war das? Okay. Ich bin weit weg. Okay. Wir lassen das für die nächste Staffel mal komplett außen vor. Wir nehmen keinen Mod mit dazu, der uns in irgendeiner Form das Terrain noch anders generiert. Das wird also quasi alles Vanilla Minecraft 1.7 sein. Plus dem, was vielleicht der eine oder andere Mod noch hinzufügt. Also zum Beispiel Thorncraft wird ein bisschen was hinzufügen. Dann Boss haben wir. Baker? Ja? Was ist denn dann die Server-Konfiguration eingestellt, auf welchen Generationsmodus? Das Weil in müsste. 1.7 gab es ja einen kleinen Patch. 1.7.10 war, glaube ich, Default, wenn ich mich recht entsinne. Also, das hieß Default, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Doch, Default, doch. Okay. Was war Default? Da gab es Au! nämlich den einen War nur der Ballon. interessanten.
Modus Amplified. Ja, also den haben wir nicht. Ach, schade. Nein, Amplified haben wir nicht. Wir werden aber so schon genügend zu tun haben, glaube ich, weil wir haben natürlich an der Erzverarbeitung ein bisschen rumgeschraubt, wir haben an der Energieversorgung rumgeschraubt. Das wird noch alles ganz lustig und ich hoffe, dass das alles auch so funktioniert. Jo, richtig, Dirk Schulz, das 1.7er Resource Pack ist nicht mit 1.6.4 kompatibel, da hast du recht. Aus Dirt Cobble? Was? Wovon redet ihr? Aus LOL. Weiß schon, was ich auf dem Community-Server bauen werde. Raupe weiß es bestimmt schon. Hat Raupe geschrieben, oh, ein Reaktor. Ich habe gefragt, ein Haus aus Dirt und Kobbel? Ja, ich wollte meine Elf eigentlich behalten. Danke. Nein, die Elf hat sich gerade eben verabschiedet, weil die ist gerade abgehauen. Die ist nämlich da hinten. Das ist so ein komisch schwarz gehaupteter Typ da mit Biber. Wahrscheinlich. Na, da steht in der Mitte. Mit Luftballon, genau. Der gute Biber Butzemann. Aber gut. Und hat schon wieder hier ein. So. Trivolo macht doch keine Löcher. So. Ja. Mag keine sagen. Löcher. Nicht mal. Guck nur mein Minecraft Vanilla. Guck doch nur mal mein Minecraft Vanilla Let's Play an. Dann weißt du, wie gerne ich Löcher mag. Ja. Da findest du kaum Löcher. Netherportal. Netherportal findet ihr da hinten. Neben dem Lagerhaus. Jetzt leckt das gerade. Das ist schon ziemlich viel jetzt mittlerweile auf dem Server. Mhm. Ah. Ja, doch, das ist schon. Hier, Netherportal. Wer möchte, bitteschön durchtreten, wohlfühlen. Ich. Vielleicht auch sterben. Könnt ihr euch aussuchen. Dirt habe ich nicht. Du Baker? Ja. Der ja. Client jetzt in Grätsche gemacht. Wir hatten ja noch mal letztens gesprochen über so eine Idee fürs Staffelfinale, ne? Ja, bezüglich Ende. Hast du da schon was vorbereitet? Sagen wir so, ist das alles quasi komplett fertig. Sehr schön. Müssen wir da zu dir gehen? Wir müssten eigentlich erstmal kurz ins End gehen. Ins End gehen? Ja. Wie kommen wir denn da jetzt am dümmsten hin? Au! Man gibt den Leuten wenigstens noch was, um sich zu verteidigen. Ich hab eine Blume. Ja, das wird reichen. Schon mal Einstieg. Was haben wir denn da? Diamantschwerter? Bei mir hat der Client eine Grätsche gemacht. Also, ne, für die Zuschauer, die gerade bei mir zuschauen, die fünf Stück. Der Client hat gerade eine Grätsche gemacht. Ich bin gleich zurück. Jo. Diamantschwerter. Machen wir mal hier ein paar Diamantschwerter, das ist absolut kein Problem. Habe ich noch Sticks da? Nein, Sticks habe ich keine da. Baker, hast du noch zufälligerweise die Koordinaten vom End? Weiß ich die ungefähre Richtung. Ja, die ungefähre Richtung weiß ich auch, bloß dann suche ich wieder alle eine halbe Stunde. Ich hab's mir aufgeschrieben, aber mein Client lädt gerade noch. Ja, weißt du, was das Schöne ist? Ich habe mir ja wieder Waypoints gemacht, aber die sind mal wieder tschüss und weg. Irgendwie mag mich mein Client gerade auch nicht so ganz. Ja. Dann machen wir hier mal. Lässt mich mit. Ach, jetzt weiß ich, warum er mich nichts ins AI-Netzsystem reinlegen lässt. Haha. Voll. Ja. Der voll. So, wer ist noch ohne? Bitteschön. Ein Schwert liegt neben dir. So. Hast du den Bedrock gemacht? Alles klar. Halt, nicht weglaufen. Hier gibt's Diamantschwerter für umsonst. Wer hat den mit? Wer will nochmal? Ich bewege mich dann schon mal so Richtung End. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall die Richtung ist. Wer noch nicht bitte zu mir kommen, ich bin gerade im Erzverarbeitungsgebäude. Lass ja ruhig Zeit, ne? Ja, ja, nur keine Panik. Wir müssen hier, glaube ich, noch ein bisschen. Moment, Erzverarbeitungsgebäude. Moment. Hier, Leon, ich kann dich gerne porten. Jetzt habe ich zu viele. Da. Da ist er. Wer noch keins hat, bitte eins nehmen. Ich baue auch gerne noch ein paar. Das ist, ich habe sogar noch eins einstecken. Hier liegt noch eins. Ah, Alheimer-Junge ist auch da. So, und wer möchte, kann sich hier gerne auch noch aus dem AI-System was rausnehmen. Irgendwie ist das Spiel schon komplett voll hier, verdammt.
Moment, wir machen hier noch ein paar Sticks. So was gibt es hier nicht. Sticks gibt's hier nicht. Okay. Ist ja Mangelware. Gut, bitteschön. Wer möchte, kann sich hier bedienen. Kann sich gerne noch alles mögliche craften, bauen. Material ist, glaube ich, genug da. So, jetzt fängt er nämlich wieder an. Ich bin gerade auf der Suche nach der Band. Mal wieder. Moment. Ich bin da. Minus 2500 war irgendeine Koordinate. Digga, da kam gerade die Frage, ob die neue Staffel bei dir auf dem Kanal in 1080p zu sehen sein wird. Ja, das wird nämlich auch eine Änderung sein, aber das ist keine Änderung von dem eigentlichen Modpack oder sonst wie. Das ist nur eine Änderung auf meinem Kanal. Ja, wir werden die neuen Folgen und die neue Staffel in 1080p bringen. Ich hoffe, dass das mein Client mitmacht. Ich hoffe, dass das mein Aufnahmetool mitmacht. Ah, guck mal, Bloody Wintertail. Hi, Leute. Ich würde dazu stoßen, aber ich habe Probleme mit dem Client. Möglich. Welche Probleme hast du denn? Es gibt jetzt auch einen Warp-Punkt mit End. Also Schrägstrich Warp. Ach, ist schon da. Genau. Frau Blizzard hat es geschrieben. Geduld haben. Geduld du haben musst, junger Padawan. Dankeschön für den Glückwunsch zu unserem Staffelende. Ich bin irgendwie erleichtert. Ich weiß nicht warum. Ist aber auch ein bisschen schade, ne? Ja, richtig. Das ist so ein lachendes und ein weinendes Auge. Irgendwie, ja. BioHerst21, du hast eine Frage? Jetzt warten wir nochmal ab, ob die Frage zur Frage kommt. Er hat gerade im Chat geschrieben. Also, mich angeschrieben. Es gibt eine South Park-Folge mit Minecraft? Was? Wie, die kennst du noch nicht? Alter, ich bin normalerweise South Park-Fan durch und durch, aber die habe ich bisher echt übersehen. Ja, deswegen wundere ich mich ja gerade so sehr. Die kenne ich sogar auswendig. Kennst du dich nicht? Sollte es in unserem kleinen Gebäude geben. Das mit den roten Zielstreifen. Also Trivolo, das war irgendwie eine Folge mit informativen Mörderporn, das muss man schauen. War relativ neu. Ja, scheint 16. Staffel zu sein. Oder hinkommen. Und die 16. habe ich nicht verinnerlicht. Ich kenne sowieso nur die WoW-Folge komplett auswendig. Ja, das kann ich denke. Wobei ich sagen muss, im Spiel haben sie an manchen Ecken echt übertrieben damit. Mit den Themen. Also ich fand es ein bisschen übertrieben an manchen Ecken. Musste ja aber auch sein. Ich meine, das war ja genau in dem ganz dicken Hype zu Burning Crusade, ne? Ja. Und das Schwert gab es ja wirklich im Spiel. Also nicht mit den Stats, aber optisch. Peinliche Stille. Und der Nigi-Aff ist bei mir gejoint im Chat. Guten. Ah. Ja, okay, Baker, hast du recht. Dann kommst du nur zum End allgemein an. Aber die scheinen sich hier schon im End ein bisschen... Ach, jetzt kommst du doch da. Der Nigi-Aff, der treibt sich jetzt ja sogar bei mir auf dem Radiosender rum. Mal gucken. Ah, er hat eine schöne Wolke hingesetzt. Sehr schön. Also wir können euch zur Not dann auch alle dann noch... teleporten. Jetzt muss ich selber überlegen. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich kenne mich hier nicht aus. Wo bist du? Falsch. Ich bin Folge falsch gelaufen. Mein... Okay, ah, da bist du. Ende. Da bist du. Da bist du. Ah, Tag. Da unten war es doch, oder? Ganz unten? Ja. Ja. Gleich rechts eigentlich. Bin schon im End drin, ne? Du bist im End. Jo. Gut. Du weißt aber gar nicht, was für eine Scheiße. Ja, ruhig sein, oder? Ja. Im Moment soll es ja noch ruhig sein, außer sagen wir mal, ja komm, Leute, das kriegen wir doch alles in den Griff hier. So, ich sehe bloß nichts. Ah! Ich abschätzen. Das hat ja genau. Ist ja auch geil, wenn du einen Moderator
gewählt hast mal irgendwann bei Twitch für deinen Chat, das dauert richtig lange, bis Twitch das erkannt hat. Erst in der zweiten Nachricht von Niki F. hat Twitch gesehen so, oh, den hat der Trivolo mal irgendwann zum Moderator gemacht. Mhm. Oh, dann geben wir ihm auch mal die Rechte. Bob, halbe Stunde später. Kam bei mir relativ schnell. Schwarze Luftballons. Ich habe mal die Konsole bei mir noch mit eingeblendet, damit man sieht, wo ich gerade bin. Ah, okay. Ja. Stirb, du Schurke. Ich hab noch was zu essen dabei? Ich glaube schon. Wer schießt mich da an? Hey, Crazy? Kann mir jemand ein bisschen Essen geben? Wo stehst du? Ich bin gerade auf dem Weg zum Ende. Achso, ja, dann komm mal zum Ende. Komm doch mal zum Ende. Ende. Ich bin schon diving. Leute, willst du noch jemand dazu? Muten Roshi, die Frage möchte ich dir beantworten. Ich. Ich bin da. Ich hab das gemacht. Von 1 bis inklusive dieser Staffel. Alles. Leute, willst du noch jemand damals gesucht haben, das Enderdrachen ein mit den Pisten abzubauen? Wo wir noch den Schalter die ganze Zeit umgesetzt haben? Der hängt hier immer noch. Der Schalter. Ja, hat jemand Essen für mich? Du bist doch. Moment. Cheatmeister. Ich? Genau. Ja, hast du was? Ach, danke. So. Folgendes Pack im Technik Launcher. Hat jemand gecheatet. Ha, unglaublich. Gut, wie sieht das aus? Können wir dann mal anfangen, oder? Ich weiß nicht, will noch jemand hierher kommen? Dann bitte. Ja, ich glaube, bin noch im, also, der, ne, hier. Der Launcher halt, so. Hey, Crazy. Kennst du? Leute, 50, hier, wir haben sie. Das war noch nicht mal mit Absicht. Hey, ich bin stolz auf dich. Also nächste Staffel, habe ich gehört, hat Crazy so um die 100 Tode? Nein, glaube ich nicht. Und liebe Twitch-Dosch, ich mag dich natürlich unglaublich. Und ich mag den Dosch-LP ja auch unglaublich, ne? Also weißt du schon, ne? Wir gehen abends gemeinsam im Bett kuscheln und ja. Oder auch nicht. Ich frage mich jetzt, warum ich eigentlich gerade die ganzen Endermänner-Crew bekomme. Weil sie dich mögen? Ja, nicht nur der Baker mag mich. Du riechst so gut. Okay. In dir hinterher. Kann man dafür jetzt schon einen Strike bekommen? Wenn ja, dann hat Baker ein Problem. Ich auch. Stream auch. Egal, macht nix. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ich komme mir gerade vor wie in der Schule. Mit meinem Superhammer Schulrechner. Also original, ich komme morgens an, um 7:30 ungefähr. Dann schalte ich den Rechner da an, dann gehe ich eine rauchen, dann gehe ich einen Kaffee trinken und dann gehe ich wieder hin und dann sehe ich gerade, wie er umspringt, Passwort eingeben. Ja, ist doch schon mal schön, oder? Oh ja, es ist unglaublich. Also die Rechner da, die sind unglaublich gut. Erinnert mich irgendwie an meine alte Realschule. Erinnert mich an meine jetzige Schule. Nee, meine jetzige Schule ist top von den PCs. Die sind nur noch 2 Sekunden fertig. Na, meine unbedingt. Kannst du den Schulrechner runterfahren. Oh ja, da sagt Muten Roshi was Wahres. Ja. Das habe ich mir nachher ja auch gekniffen. Also das Scannen ist tatsächlich ziemlich nervig, das ist richtig. Mhm. Lila Leon, wir hatten den Enderdrache schon mal getötet, nicht? Aber wir warten gerade, da hat jemand Redstone geklaut, okay. Wir warten gerade noch drauf, weil der Dosch hatte da ja was vorbereitet, nicht? Ja, und zwar, wenn ihr sich noch so ein paar Leute erinnern können an die Aufnahme im End, das Enderdrache-Ei haben wir Crazy und ich bekommen. Und ich werde erstmal mit dem Pfeil abgeschossen. Perfekt. Könntest mich mal bitte porten, Baker. Slash Warp End.
Geht dann nicht wegen einer anderen Dimension. Warp and. Auf jeden Fall, das Enderdrachenei haben wir ja bekommen. Und Warping to End. Alter, wo ich jetzt stehe, ey, das ist ja unglaublich. Ich stehe bei den Koordinaten, keine Ahnung. Wow. Jetzt stehst du richtig. Vielen herzlichen Dankeschön. Ja, bitteschön, kein Problem. So, wir hatten ja das Enderdrachenei bekommen und wir hatten dann noch so ein bisschen was offscreen vorbereitet. Und zwar haben wir hier einen sogenannten Temple Caller von Hardcore Ender Expansion. Und da gehe ich jetzt mal lieber von den Leuten ein bisschen weg, weil ich weiß nicht, ob das Damage macht bei denen. Ich mache damit jetzt mal Rechtsklick und... Also Crazy daneben stellen, ne? Ich weiß jetzt nicht. Sieht man jetzt ein Gebäude außen? Mhm. Also ich bin jetzt hier in einem weißen Tempel. Ich... ja, okay. Bei welchen Koordinaten seid ihr? Warte mal ganz kurz. Ich habe wieder meinen heißgeliebten Magnetmotor an. Ja. Jetzt stehen alle neben dir. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Also, wäre mal vielleicht nett, wenn hier dieser Kohleblock ein bisschen Platz gemacht wird. Und zwar, ist das hier der Tempel, womit man den Enderdrachen wiederbeleben kann. Und wenn jetzt alle mal einen kurzen Moment weggehen, ich setze das Enderdrachen mal hin und es fliegt hoch. Jetzt bitte alle einmal in Ruhe lassen. Jemals. Und jetzt sollte jeden Moment eine Reaktion kommen. Ja. Das macht Boom. Ja, das Ei wird kocht. Es zerlegt hier nur die Hütte. Ja. Oh. So, jetzt und sollten wir alle wieder... Oder? Nein. Okay. Nee. Jetzt sollten erstmal alle wieder zurück sein, sonst kommen wir wieder quasi zurück zum End und es sollte ein neuer Enderdrache gespawnt werden, ein komplett neues End. Ich will ja nichts sagen, aber ich stehe bei mir. Ja. An deinem Spawnpoint. Ja. Aha. So, dann machen wir einen... Wieso ist hier Wasser? Ich bin vorhin nicht anders runtergekommen. Moment, das heißt nicht, wieso ist hier Wasser, sondern wieso ist hier Stroh? Ja, oh, das war jetzt sowas von klar. Ja, der war doch klar, oder? Dass er kommen muss. Er muss kommen. Oh, er muss da kommen. Genau. So, und ich fände das jetzt mal nice, wenn alle mal zum End kommen würden und einen Moment da warten und nicht durchgehen. Jo. Keine Angst, das werden sie nicht. Warte auf den Port. Wieso liegt da Stroh? Ja, diese Frage stelle ich mich auch mal. Mhm. Schon wieder falsch schlafen? Digga. Wir haben hier die Wolken weggemacht. Die sind vom Wasser weggespült worden. Wer hat das Wasser gemacht? Das war ich. Aha, okay. Nicht ins End gehen. Noch nicht reingehen. Pfui, aus, böse. Rück. Und den Platz. So, jetzt warten wir mal auf den Rest. So light and fluffy. Oh, ist das nicht süß. Ja. Welches Modpack das ist? Das ist das RET V2. Also momentan 2. Nee, momentan 2. Ein selbst erstelltes. Ich glaube, das ist ein Zuschauer, der uns nicht so kennt. Okay. Oh, das ist gerade das Staffelende sozusagen. Genau. Der Mutnummer steht, der kennt sich auch noch aus. Alarm! 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 Ist das schlecht? Ist das so schlecht? Das ist so unglaublich schlecht. Das Geile war ja, ich war jetzt nochmal circa. Voll erschrocken. Ja, ich habe nochmal alle hierher geportet, ne? Gut, dann würde ich sagen, jetzt an ins End. Jo. Und rein mit uns. Juhu. Schön in die Lava. Genau. Oh, ich sehe nichts. In welche Richtung muss ich laufen? Das End? Ja. Ich stehe dann hier. Hat zufälligerweise einen Bogen da? Hätten wir vielleicht dran denken sollen, ne? Der ist weg. Nö, okay. Achso, ich bin vergiftet. Der Bogen ist verschwunden. Umso aggressiver. Das ist ja sein Problem. Meine Spitzhacke ist irgendwie weg, mein Bogen ist weg. Achso, das habe ich vorhin alles ausgepackt. Baker, du kennst den Enderdrachen ja noch von vorher, ne? Der war ja schon aggressiv. Ach, der ist als aggressiver, okay. Der ist noch böser. Okay. Also, der wird auch viel mehr aushalten, ne? Und der hat ein paar Special-Angriffe. Oh ja, die Special-Angriffe sind heftig bis dahin aus. Also, okay. Crazy hat das Ganze bei mir einmal erlebt und ich glaube, er war danach weinend im Bett. Also, der zerstört hier gerne mal ganz gut das ganze End hier. Ja, okay. Und der ihr macht das schon. Ich bin gerade von der Plattform gefegt worden. Was macht er dafür? Einen Sturzflug. Das ist einer dieser Special-Angriffe.
Er macht einen Sturzflug, fliegt unters End, kommt irgendwo wieder heraus und dann schnappt er sich den nächsten. Das ist echt nicht ohne. Oh, Klatto, das hast du schön kopiert. Ich habe gerade überlegt, wo er den tollen Text her hat. Den habe ich ja selber da mal untergeschrieben.